Herzlich willkommen und guten Abend im Kurhaus in Wiesbaden zum 46. Ball des Sports. Das traditionell erste Interview, das führe ich immer mit Dr. Michael Ilgner. Er steht neben mir. Herr Ilgner, die Frage an Sie. Wir sind im Olympiajahr. Ist da der Ball des Sports etwas ganz Besonderes? Ja, normalerweise ist das immer so. Wobei ich sagen muss, dass wir jedes Jahr versuchen, natürlich den Sport auf unterschiedliche Art und Weise erlebbar zu machen. Dieses Jahr steht das Thema Wasser im Mittelpunkt, also schon eine gewisse Verbindung Richtung Rio. Der Ball des Sports ist die wichtigste Veranstaltung der Deutschen Sporthilfe, die Sportler vor, während und nach ihrer Karriere fördert und unterstützt. Man kommt gerne nach Wiesbaden. Insgesamt werden es heute Abend 1600 Gäste sein. Der Moderator schlendert ebenfalls über den roten Teppich. Herr Kerner, sagen Sie, vor ein paar Jahren sind Sie schon mal mit dem Anzug ins Wasser gesprungen. Was wird heute Abend passieren? Das lasse ich überraschen, aber das kann ich ausschließen. Ich habe keine Ersatzhose dabei. Auf was freuen Sie sich denn heute Abend besonders? Ganz die Wahrheit. Ich finde es ganz toll, dass der Bundespräsident heute Abend kommt und sozusagen zeigt, dass er nicht nur einfach Schirmherr der Sporthilfe ist, sondern großer Unterstützer der Idee des Sports. Joachim Gauck wird ganz besonders begrüßt. Stehen doch die frisch gebackenen Handball-Europameister für das Landesoberhaupt Spalier. Dann geht es endlich los. Bekanntermaßen ist das Showprogramm immer spektakulär. In diesem Jahr gibt es sogar das ein oder andere Comeback. Wir haben gehört, dass Sie heute nach 12 Jahren wieder ins Becken springen. Haben Sie denn viel trainiert vorher? Nee, gar nicht. Ich hoffe, ich ertrinke nicht und wenn, dann sind viele Sportler da, die mich retten. Auf was freuen Sie sich denn am meisten? Wenn die Franzi ins Wasser springt. Ich bin mit der Franzi zusammen hergeflogen, die ist gerade in Kitzbühel zu Besuch bei uns und ja, wir haben gesagt, wir machen einen Mädelsausflug heute hierher. Sie ist ja mit Gastgeberin auch und bin sehr gespannt. Wir haben uns vorher zusammen umgezogen. Sie hat schon ihren Schwimmanzug an und ich freue mich schon. Hagen Stamm, eine Legende des Wassersports und des Ballsports, kann man ja beides sagen. Ich habe gehört, heute Abend gehen viele Legenden ins Wasser. Sie auch, richtig? Sie suchen noch eine Badehose in der richtigen Größe für mich. Wenn die die finden, werde ich es machen. Oh, lange Unterwasserphase. Nach dem Essen soll man sich ja bewegen. Gut also, dass der Eröffnungstanz als nächstes auf dem Programm steht. Kurios? Der Dirigent steht auf der Bühne im Festzelt, das Orchester sitzt im Friedrich-Thiersch-Saal. Klappt aber alles bestens. Für Tanzmuffel gibt es ebenfalls Bewegen. Der Weg führt direkt ins Kurhaus. Wie in jedem Jahr, so kann man auch in diesem natürlich verschiedene Sportarten ausprobieren. Los geht es im Parcours des Sports mit Dart und dann gibt es noch so einiges weiteres zu entdecken. Und genau das tun wir jetzt zusammen. Eine echte Herausforderung für unsere Moderatorin. Ich habe sie getroffen. Das müssen wir auch erstmal probieren, ne? So. Ja. Aha, okay. Ja. Ja. Links anfangen, also links mit der rechten Hand. Pang, pang, pang. Oh! Wahnsinnstempo! Das war nicht schnell. Weiter geht's mit Sportarten, die ich garantiert nicht kann. Aber dann wird es umso lustiger. Golf steht jetzt auf dem Programm. Weil der hat vor allen Dingen ja, dem Herrn so, ne? So. Einer muss rein und dann. Ach, darf ich beim Gewinnspiel teilnehmen? Okay, ich weiß ja noch nicht mal, wie man so einen Schläger hält. Fast hat es geklappt. Naja, es gibt ja noch so vieles mehr im Kurhaus zu entdecken. Ein weiteres Highlight auf dem Ball des Sports sind die vielen Lounges. Das hier ist die Olympia-Lounge, da kann man sich schon mal richtig auf Rio einstimmen. Ob brasilianisches Flair, süße Leckereien oder prickelnde Getränke. Die Flaniermeile bietet für jeden Geschmack genau das Richtige. Im Ballsaal wird, wie es sich gehört, getanzt. Oder eben dabei zugesehen. Pünktlich zur Mitternachtsshow rockt Adel Tawil die Bühne. Und singt dem begeisterten Publikum seine Lieder. Das war's vom Ball des Sports 2016.
Wir sind im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder mit dabei. Ich hoffe, Sie auch. Für heute sage ich Tschüss und lassen Sie es sich gut gehen.